Ja. Wir sind Rot-Weiß Oberhausen, der ganz besondere Verein. Sonntag, der 17. Mai 2015. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu RWO TV, der Emscher-Kanal aus dem schönsten Stadion der Welt, dem Stadion Niederrhein, zum letzten Heimspiel der Saison RWO gegen Viktoria Köln. Hallo Christian. Servus Max, ich freue mich. Eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen geht zu Ende, zumindest was die Heimspiele hier und heute betrifft. Ja. Wir wollen noch kein großes Resümee ziehen, weil wie gesagt, ein Spiel steht noch an. In Rödinghausen. In Rödinghausen. Aber die Fans, die haben wir hier heute schon mal ein bisschen zu Wort kommen lassen. Wir sind auf dem Vorplatz mit der Kamera gewesen, ja, und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Höhen, Tiefen, auch mal mittendrin. Traurig leider Donnerstag, Pokalfinale. Und dann in Essen, in der falschen Stadt. Verloren, leider, leider. Und das blöderweise im Elfmeterschießen. Das ist das Brutalste im Fußball, was es überhaupt geben kann. Im Großen und Ganzen gut. Vor allen Dingen fand ich in der zweiten Saisonhälfte eben die Steigerung von den Spielern, die Motivation, die da war, um zu zeigen, auch wenn wir jetzt nicht aufsteigen können aus finanziellen Gründen, wir zeigen, dass wir trotzdem zum Verein stehen. Also mir hat die Saison richtig gut gefallen. Natürlich die Niederlage gegen Essen mochte keiner, ist ganz bitter gewesen im Elfmeterschießen. Speziell fand ich das 1-0 hier zu Hause richtig packend. Wir waren alle dabei. Oder der Sieg in zu Hause gegen Duisburg, der war auch richtig schön. Das waren so die Highlights, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht haben, wo die Kulisse auch da war, wo es schön voll war. Und heute nochmal einen Sieg holen, nochmal 3 Punkte, die nehmen wir heute auch nochmal mit. Bei dir? Ich bin mit der Saison soweit ganz zufrieden. Ich finde, es lief gut. Wir sind wieder unter den ersten 5. Es ist natürlich schade, dass wir jetzt im Pokal im Elfmeterschießen rausgeflogen sind. Elfmeterschießen ist immer 50-50. Und das Spiel gegen Duisburg konnte ich mir leider nicht angucken. Von daher waren für mich die beiden Höhepunkte dieses Jahr die beiden Spiele gegen Essen, zu Hause das 1-0 und eben jetzt am Donnerstag leider die Pokalniederlage. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, die Saison verlief meiner Meinung nach gut und ich bin zufrieden. Wie sähe die perfekte Saison nächste Saison aus? Natürlich der Aufstieg, davon träumt ja jeder, ganz klar. Aber ich hoffe mal, dass wir uns weiterhin oben etablieren, dass die Mannschaft, sag ich mal, so weiter den Spirit und den Teamgeist, den sie jetzt hat, weiter mit überträgt, dass einfach alles weiterhin passt. Und ja, jeder träumt vom Aufstieg. Ich hoffe, dass wir weiterhin vor RWE stehen nächste Saison und dass wir unter die besten 3 auf jeden Fall kommen werden. Volles Stadion, soweit wie es geht. Und Aufstieg in die dritte Liga. Wäre schön, wenn man das Double holen könnte in Form von Niederrhein-Pokal und den Aufstieg über die Relegationsspiele in die dritte Liga. Das wäre genial. Würde ich mich riesig drüber freuen. Tierisch für den ganzen Verein, für die Spieler, für alle, die dahinter sitzen und darum auch kämpfen. Vorstand, Fans, Mannschaft, Teambetreuer, kurz gesagt die ganze Familie von RWO. Ich denke, das wird uns allen gut tun, dieses Double. Pokal und Aufstieg. Das Ende einer Saison heißt auch immer Abschied nehmen. Der ein und andere Spieler wird uns hier und heute verlassen, also seinen Abschied im schönsten Stadion der Welt feiern. Ja. Den Spielern soll natürlich ein gebührender Abschied gemacht werden. Dafür haben wir euch ein paar Eindrücke zusammengestellt. Und der Christian, der hat auch den einen oder anderen vor Mikro gehabt. Ich sage danke, Patrick Meckelhofen. Sensationell. Vielleicht nochmal einen großen Applaus für die Leute, die uns hier verabschieden, für das ganze Team, für die tolle Saison.
Kommen wir also zum heutigen Heimspiel, dem letzten der Saison 2014-2015. RWO empfängt die Viktoria aus Köln und der Christian, der hat schon die Aufstellung. Und zwar absolut druckfrisch und das, wenn ich da drauf schaue, dann sehen wir, dass heute die 21 Gökhan Gümüşsu eine Chance von Beginn an bekommt und ich denke so ungefähr 2-3 Tore macht, oder? Sind wir mal optimistisch, dafür sitzt Steinmetz auf der Bank, ansonsten bleibt alles gleich. Und dann hast du schon gesagt, legen wir los mit der Zusammenfassung Rot-Weiß-Oberhausen gegen Viktoria Köln. Jetzt die Zusammenfassung, dann die Stimmen. Viel Spaß. Ein schöner Saisonabschluss, 3-2 Heimsieg gegen Viktoria Köln und damit der Viktoria die erste Niederlage in der Rückrunde zugefügt. Ein Hammer-Tor von dir, Heimsieg, schönes Wetter, mit den Fans immer verabschiedet. Was ist ein Gefühl bei dir? Ja, ist natürlich ein tolles Gefühl, ne? Gerade weil man auch so ein schönes Tor mal gemacht hat, kommt ja auch nicht so oft vor. Aber viel wichtiger ist die Art und Weise, wie wir hier gewonnen haben, gerade nach der Pokalniederlage. Da haben wir echt mit zu knabbern gehabt und umso schöner ist das, dass wir das Spiel heute hier gewonnen haben und absolut Charakter und Moral gezeigt haben. Das zeichnet uns als Truppe aus und ich denke, wir können echt stolz auf uns sein. Wir wussten, dass Viktoria eine spielstarke Mannschaft ist. Wir mussten heute über den Kampf kommen, über die Leidenschaft, über die Laufbereitschaft. Das ist uns sehr gut gelungen.
Und ja, das Pokalspiel steckt natürlich in den Knochen, aber wie wir das weggesteckt haben, das zeichnet uns als Truppe aus. Wir haben Charakter bewiesen und wir greifen nächste Saison richtig an. Und ja, jetzt fahren wir noch nach Rödinghausen, da wollen wir auch nochmal gewinnen. Und dann haben wir einen schönen Saisonabschluss, denke ich mal. Ne? Ich muss sagen, weil jetzt nach der Woche, wo wir alle ziemlich am Boden waren, eine gute Reaktion, das muss man erstmal wegstecken nach 120 Minuten und der Niederlage. Dann so eine Reaktion zu zeigen nach dem Rückstand und das Spiel dann so zu drehen, wie gesagt, du hast die Form angesprochen von Viktoria. Und dass wir das Spiel dann heute ziehen, das zeigt die Moral der Mannschaft, dass sie kämpft, dass sie auch nach Rückschlägen immer wieder da ist. Und für mich natürlich auch nochmal, oder für die ganze Mannschaft, ein schöner Abschluss mit dem Sieg hier. Und freuen wir uns sehr drüber. Du hast zwei tolle Jahre, das hast du heute schon auf Facebook so formuliert, in Oberhausen gehabt, gehst jetzt an neue Aufgaben dran. Wenn du die zwei Jahre zurückblickst, was war aus deiner Sicht so vielleicht der schönste, aber auch vielleicht so ein bisschen der traurigste Moment für dich? Ja, mit die zwei traurigsten Momente waren für mich persönlich im ersten Jahr die Verletzung ziemlich zu Beginn und natürlich jetzt letzte Woche, dass wir nicht im Pokal eingezogen sind. Aber ich denke, wir sind letztes Jahr punktgleich Zweiter geworden und dieses Jahr sind wir Vierter. Ich denke mal, mit den ganzen Mannschaften haben wir sehr gut mitgehalten und es hat oben keiner geschlagen. Wir haben, wenn alle, geschlagen und ich denke, darauf lässt sich aufbauen und man sollte dann im nächsten Jahr wieder neu angreifen. Ja, ich denke, wir waren noch traurig und angeschlagen noch von dem Pokalfinale, aber es war ein Charaktertest und das hat wieder den Teamgeist bestätigt. Wir haben alles rausgehauen, haben geguckt, was geht, haben ein tolles Spiel gemacht, klar auch viele Chancen zugelassen, aber rundherum rundet es jetzt eine super Saison ab. Wir konnten jetzt nochmal gewinnen, nochmal einen großen Gegner ärgern, die auch noch im Aufstieg mitgespielt haben. Gegen Gladbach hat es ja leider nicht geklappt, aber heute nochmal ein super Abschluss hier. Wenn du auf die drei Jahre zurückblickst, was war der schönste Moment mit RWO für dich? Also es war rundherum, war eigentlich alles schön. Es gab natürlich auch traurige Momente jetzt mit zweimal verlorenem Finale. Die sind natürlich besonders bitter, aber so, ich habe hier Freundschaften geschlossen fürs Leben und das ist wichtiger als der fußballerische Erfolg. Natürlich wäre ich auch gern aufgestiegen mit der Mannschaft, aber es hat nicht sollen sein. Und so hatten wir jetzt nochmal zwei super Jahre. Letztes Jahr, dieses Jahr haben wir, denke ich mal, gut abgeschlossen und es hat Spaß gemacht. Das ist mir das Wichtigste gewesen. Wir hatten ja ein ganz bitteres Spiel am Donnerstag für uns alle, was wir letztendlich im Elfmeterschießen verloren haben, Pokalfinale. War natürlich ein harter Job für mich, die Jungs aufzubauen. Ne? Und wir hatten in Anführungsstrichen zwei Tage Trauer. Ne? Und dass meine Jungs letztendlich so zurückkommen, muss ich sagen, Chapeau. Ja? Aller Ehren wert. Also, da sieht man, dass meine Jungs topfit sind, topfit sind. Und ja, erste Halbzeit, muss ich sagen, habe ich ein sehr gutes Regionalligaspiel gesehen. Ja, von zwei sehr guten Mannschaften, die Kugel sehr gut in den eigenen Reihen hatten laufen lassen. Erste Fehler von uns im Aufbau wurde sofort bestraft mit dem 0-1. Ne? Andersrum das 1-1 beim Aufbau von Viktoria. Wir haben gut die Kugel laufen lassen, haben dann letztendlich auch das 2-1 gemacht, herausgespielt. Und das freut mich ja immer umso mehr. Das ist mal gut für meine persönliche Statistik, ne? Gegen geordneten Gegner, wenn man da viele Tore schießen. Freut mich natürlich, dass wir dann 2-1 zur Halbzeit oder in die Halbzeit gegangen sind. Mir war dann klar, dass dann Viktoria alle nach vorne wirft. Das ist die letzte Chance. Und man hat gesehen, in der zweiten Halbzeit war ein offener Schlagabtausch. Chancen hüben wie drüben. Ich dachte jetzt nach dem 2-2, oh, der wird ganz, ganz eng, weil da kommt nochmal so die letzten paar PS raus. Aber ich muss sagen, fast im Gegenzug dann eine 3-2, ich muss sagen, hervorragend gemacht. Und freut mich, dass wir zumindest den Abschluss der Woche mit 3 Punkten beenden konnten und wir unseren Platz 4 verteidigt haben. Das ist ganz wichtig, weil ja unser Gegner von Donnerstag auch gewonnen hat und den wollen wir auch im letzten Spieltag verteidigen. Und dann kann man, ich will nicht sagen zufrieden, aber einverstanden mit der Saison sein. Aber wie gesagt, da haben wir noch ein Spiel in Rödinghausen vor uns, vor der Brust.
Aber wie gesagt, Chapeau an meine Jungs. Heimsieg 3:2 schlägt Rot-Weiß Oberhausen die Viktoria aus Köln. Und ich habe es gerade im Intro schon ein, zwei Mal gesagt. Die erste Niederlage für Viktoria in der Rückrunde. Unsere Jungs haben Moral gezeigt nach dem verlorenen Finale, an dem sie wahrscheinlich heute auch noch geknabbert haben. Haben aber ja, einen tollen Charaktergeist gezeigt und haben die Viktoria geschlagen. Christian, wie war es für dich? Hat dich das überrascht, Max? Nein, der Charakter dieser Mannschaft ist überragend. Ja, hier 3:2 Viktoria Köln, die konnten ja heute im Prinzip noch mal richtig angreifen. Ja, konnten Meister werden in dieser Saison. Das werden sie jetzt nicht. Gladbach 2 ist Meister. Ne? Und wie wir sie dann wirklich in den Schlussminuten noch mal richtig ja, sozusagen geschlagen haben, haben wir ja. Ne? Aber nur auf dem Platz natürlich. 3:2 überragender Abschluss hier. Stimmung war am Ende super. Ich freue mich einfach. Und das, den Handschuh haben wir noch. Ne? Genau, neben schönen Momenten mit den Fans, die gerade sich von der Mannschaft hier zu Hause noch verabschieden durften, gab es natürlich traurige. Wir haben es am Anfang abgesprochen. Ja. Wir mussten uns vor einigen Spielern auch verabschieden, unter anderem vom ja, einen absoluten Publikumsliebling in den 2 Jahren geworden, Philipp Kühn. Ja. Und er hat uns auch eine kleine, was ist eine Überraschung dagelassen, Christian. Das ist richtig. Er hat diesen original getragenen heute Torwarthandschuh uns übergeben für euch und natürlich auch direkt handsigniert. Ihr habt es ja gesehen. Und wie ihr den bekommen könnt, das ist ganz einfach. Ihr schaut jetzt dieses Magazin, habt das wahrscheinlich über Facebook gefunden. Und dort müsst ihr dieses Magazin einfach liken und teilen. Und unter all denen, die eben das machen, verlosen wir diesen Torwarthandschuh von Philipp Kühn. Und ich denke, dieser Philipp Kühn, der wird irgendwann mal Weltmeister. Nein, also er wird zumindest in der 2. Liga spielen, da bin ich mir sicher. Ja, dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer es war eine wunderschöne Saison. Ja. Wir haben zwar noch ein Spiel, aber die Heimspiele sind jetzt rum. Das ist es richtig. Geht noch einmal nach Rödinghausen, eine Auswärtsausgabe, aber es war die letzte Heimausgabe, Christian. Und dann ist das 3. Jahr von uns schon beendet. Oh. Ne? 3 Jahre, so schnell vergeht die Zeit. Ne? Wir sind jetzt endlich volljährig geworden. Ne? Alles ist super. Jetzt freuen wir uns noch auf die Abschlussfahrt in Rödinghausen. Da freuen wir uns dann natürlich auch auf viele RWO-Fans, die da mitfahren. Genau. Und dann machen wir dann nochmal eine schöne Sause und holen natürlich 3 Punkte, das ist klar. Denn wir wollen ja am Ende vor Rot-Weiß Essen stehen. Ne? So sieht's aus, Max. Ich danke dir. Herzlichen Dank. Wir sehen uns dann hier im schönsten Stadion der Welt irgendwann Juli, denke ich mal, wieder, oder? Sag ich jetzt mal. Dankeschön. Bis dahin, wir wünschen euch bis zur nächsten Woche Auswärtsausgabe noch alles Gute. Bis dahin. Ciao. So, ich wollte dem Peter einmal noch alles Gute nachträglich noch zum Geburtstag sagen. Das hier habe ich hier möglich gemacht, weil du schon so lange RWO-Fan bist und weil ich mich einfach nochmal recht herzlich bedanken wollte, dass du mich zu dem gemacht hast, weil ich bin ein treuer RWO-Fan, der seit 14 Jahren hingeht, der hier Herzblut hat, der hier Leidenschaft hat. Und das hier habe ich dir heute hier möglich gemacht. Ja, danke Christian, da freue ich mich drüber. Und für mich war es klar, dass ich dich mit nach RWO nehme, weil wir sind nicht nur die Macht vom Niederrhein, sondern wir sind auch der geilste Club der Welt.